Und damit begrüße ich euch zur Vorschau auf die Partie Irland gegen Schweden. Wir sind jetzt schon in Gruppe E angekommen, bedeutet, der erste Spieltag neigt sich quasi auch schon dem Ende entgegen. Irland und Schweden sicherlich nicht die Top-Favoriten in der Gruppe, da Belgien und Italien sich ebenfalls noch in Gruppe E tummeln. Werfen wir mal einen kleinen Blick in die Historie. Schweden und Irland haben sich das erste Mal in der WM-Quali 49-50 gegenübergestanden. Dort gab es zweimal 3:1-Siege für die Schweden. Ansonsten gab es einige Aufeinandertreffen, die ihr euch gerne anschauen könnt. Ich werde jetzt nicht alles einzeln vorlesen. Das letzte Aufeinandertreffen liegt gar nicht so lange zurück. In der WM-Qualifikation für die WM in Brasilien 2014 waren die Mannschaften ebenfalls in einer Gruppe. Die Schweden konnten mit 2:1 in Irland gewinnen und mit 0:0 trennte man sich daheim torlos. Das wären jetzt mal so die letzten Duelle. Die Schweden insgesamt in der Historie etwas erfolgreicher gewesen als die Iren im direkten Duell, aber das hat wie gesagt immer sehr wenig Aussagekraft, aber trotzdem immer eine ganz nette Spielerei noch mittendrin. Dann kommen wir mal zu den Players to Watch. Bei den Iren wäre das James McCarthy vom FC Everton. Er ist so ein bisschen der Übergang von Defensive zur Offensive im Mittelfeld, in der Zentrale der absolute Führungsspieler. Mit Coleman als rechtem Verteidiger hat man natürlich noch einen zweiten Premier League-Spieler, der auf absolut höchstem Niveau unterwegs ist. Aber ich denke, dass McCarthy in zentraler Rolle wirklich entscheidet, ob das Spiel offensiv oder eben defensiv wird. Er spielt an der Seite von Whelan im zentralen Mittelfeld, der quasi hinter oder neben ihm den Abräumer gibt. Deswegen alle Augen auf McCarthy bei Irland. Er ist so ein bisschen der Spitzenspieler, hat natürlich noch einige Spieler auf ähnlichem Niveau um sich rum. Allerdings glaube ich, dass er, wie gesagt, die Fäden zieht im Mittelfeld. Bei den Schweden ist die Wahl nicht so wirklich schwer. Natürlich alle Augen auf Zlatan Ibrahimovic. Er ist der Player to watch bei den Schweden. Ich habe ihn im System auch mal nicht unbedingt in die Sturmspitze gestellt, sondern eher so als hängende Spitze, da er sich ja auch gerne mal zurückfallen lässt. Überragende Quoten in dieser Saison bei Paris Saint-Germain gehabt in der Ligue 1. Wird den Verein jetzt allerdings verlassen und ziemlich sicher zu Manchester United wechseln, um dort eben sich in der Premier League noch die letzten Meriten zu holen, die in seiner Karriere vielleicht noch fehlen, weil er sich dort eben noch nie durchsetzen konnte, beziehungsweise dort eben noch nie gespielt hat. Also, Zlatan Ibrahimovic, natürlich ein Ausnahmespieler, schon etwas in die Jahre gekommen, 34 Jahre alt, aber dennoch immer noch einer der weltbesten Mittelstürmer, die es gibt. So, und dann kommen wir nämlich auch schon zu den Aufstellungen. Schauen wir uns mal die Aufstellung von Irland an. Dort gibt es einige kleinere Veränderungen. Ich habe mich in der Taktik auch ein bisschen, ja, verändert jetzt zur Teamvorschau von Irland, die wir ja vorher schon mal gemacht hatten, bevor die EM gestartet war. Im Gegensatz zu einigen Experten sehe ich O'Shea nicht in der Anfangsformation. Also fangen wir im Tor an. Shay Given, schlappe 40 Jahre alt, der Mann. Ich denke mal, jünger wird er nicht mehr werden und es wird vor allem sein letztes großes Hurra sein bei einem großen Turnier. In der Innenverteidigung, wie gesagt, würde ich sagen, Kiev und Clark werden dort beginnen. Ich sehe beide etwas stärker und wie gesagt, O'Shea inzwischen beim AFC Sunderland unter Vertrag ist, glaube ich, nicht mehr auf allerhöchstem Niveau unterwegs. Er ist inzwischen auch 35 Jahre alt, natürlich ein absoluter Führungsspieler, aber ich glaube, dass die Qualität von Kiev und Clark dort in der Innenverteidigung etwas höher ist. Auf links würde ich Ward beginnen lassen. Das ist nicht, weil Brady dort leistungsmäßig hinter ihm zurücksteht, sondern weil Brady ins linke Mittelfeld vorrückt, um das Ganze über die Seite etwas defensiver eben auch gestalten zu können. Rechtsverteidiger ist, wie schon angesprochen, Coleman vom FC Everton aus der Premier League. Dort Stammspieler und natürlich Leistungsträger und vor allem auch offensiv stark und kann zusammen mit Walters auf seiner Seite auf jeden Fall für Furore sorgen. Die Doppelsechs, wie gesagt, schon mit McCarthy und Whelan. Whelan eher der defensivere Part, McCarthy, wie gesagt, der Übergang von Offensive zur Defensive. Er steuert das Mittelfeld mehr oder weniger. Dann einer meiner Lieblingsnamen bei der Europameisterschaft, das ist Houlihan. Er spielt auf der Zehnerposition hinter Shane Long, so ein bisschen hängende Spitze, offensives Mittelfeld. Er kann sich dort ein wenig austoben. Ich habe mich gegen das 4-4-2 entschieden bei den Iren, weil ich glaube, dass Houlihan sich häufiger eben auch nochmal mit zurückzieht und dort im Gegenpressing quasi die Schweden auch anläuft. Deswegen glaube ich, dass es nicht im 4-4-2-System laufen wird. Und natürlich vorne bei den Iren gesetzt, Shane Long in der Qualifikation das 1-0 gegen Deutschland gemacht, daher wahrscheinlich einigen bekannt. Wenn man mal die Optionen von der Bank nimmt, fangen wir mal im Sturm an. Robbie Keane, nicht hundertprozentig fit, aber natürlich trotzdem immer eine Option und vor allem eine Institution in der irischen Mannschaft. Deswegen, er kann natürlich auch im Sturm spielen, allerdings glaube ich nur, dass er bei Rückstand nochmal von der Bank eingesetzt werden wird. Ansonsten, Mailer wäre einer für das zentrale Mittelfeld, hat in der Vorbereitung dort auch häufiger mal gespielt. Allerdings ist er natürlich so ein bisschen eher die Position von McCarthy und dort kommt er momentan nicht vorbei. Ansonsten wäre noch Hendrick zu nennen. Er kann theoretisch die rechte Mittelfeldposition etwas defensiver auslegen, als das Walters tut. Ich hatte ihn auch eigentlich erst in meiner Stammformation. Im 4-4-2 würde ich Hendrick auf rechts setzen.
und Walters quasi als zweite Spitze vor zu Long. Das wäre eigentlich die Systemänderung, die man von der Bank auch relativ schnell lösen könnte. Natürlich könnte Houlihan auch einfach auf rechts rübergehen und Walters rückt als zweite Spitze vorne rein, wäre natürlich auch eine Option. Also wieder sehr flexibel das System der Iren. Man kann quasi ohne Wechsel auch schnell das Spielsystem ändern, ohne dass man da einen Qualitätsverlust hat. Also Murphy wäre noch eine Option für den Sturm, allerdings glaube ich nicht, dass er unbedingt zum Einsatz kommen wird. Das wäre quasi meine erste irische Elf. Dann kommen wir jetzt zu den Schweden. Im Tor ebenfalls wieder ein sehr alter Mann mit Isaksson. Die Viererkette ist, denke ich mal, klar. Johansson und Granqvist beginnen in der Innenverteidigung. Olsson und Lustig werden die Außenverteidigerposition spielen. Dann eine kleine Änderung quasi auf der Doppelsechs der Schweden. Wernt Blom hat jetzt in den Vorbereitungsspielen gar nicht mehr gespielt. Und beim letzten Spiel, beim 3:0-Sieg gegen Wales, hat eben auch diese Elf gespielt, die ich jetzt aufgestellt habe. Deswegen habe ich Wernt Blom jetzt auch mal gar nicht auf den Zettel noch mit draufgeschrieben, weil ich glaube, dass er erstmal ein bisschen außen vor ist. Eigentlich dachte ich, dass er mit Källström zusammen die Fäden im Mittelfeld ziehen wird. Allerdings, wie gesagt, Lewicki hat sich dort jetzt doch eher in den Fokus gespielt. Källström, erfahrener Mann daneben, spielt das Ganze dann etwas defensiver, hat aber, wie gesagt, auch immer mal wieder seine offensiven Akzente und tritt auch sehr gute Freistöße. Forsberg von Red Bull Leipzig, jetzt gerade in die Bundesliga aufgestiegen, wird, denke ich mal, auf links beginnen. Allerdings hat er dort mit Durmaz und Zengin auch eine sehr große Konkurrenz. Kann also durchaus sein, dass er im Laufe des Spiels noch ersetzt wird. Auf rechts Larsson, der eigentlich auch ein zentraler Mittelfeldspieler ist bei den Schweden, aber häufig eben rechts eingesetzt wird. Als hängende Spitze Ibrahimovic, wie gesagt, er lässt sich häufig zurückfallen, besetzt eben die Zehnerposition im Mittelfeld, geht allerdings auch immer mal wieder in die Spitze. Und da ich auch glaube, dass Markus Berg beginnt, das glaube ich, wie gesagt, dass Markus Berg eher die Zentrale übernehmen wird und Ibrahimovic so ein bisschen zurückzieht. Ich bin gerade bei Markus Berg ein bisschen ins Stocken gekommen, weil ich gerade an Markus Merk gedacht habe und überlegt habe, ob ich gerade den Vornamen verwechselt habe. Aber nein, es stimmt alles. Also Ibrahimovic lässt sich ein bisschen zurückfallen, holt sich die Bälle häufiger mal im Mittelfeld ab. Markus Berg wartet vorne und ich denke mal, Ibrahimovic kann ja quasi alles. Super Schusstechnik, ist kopfballstark, der entscheidende Mann bei den Schweden. Also von der Bank hätten wir theoretisch noch Hiljemark, der auch eingewechselt werden könnte, wäre auch eher ein Zehner bzw. ein Achter. Den könnte man dann für Källström oder für Lewicki eben noch ins zentrale Mittelfeld schicken. Und natürlich Ekdal, bekannt vom HSV, wäre auch noch eine Option für das zentrale Mittelfeld. Also auch die Schweden haben einige gute Spieler von der Bank. Ich habe mich bei der Linksverteidigerposition für Olsson entschieden und nicht für Augustinsson, weil Olsson, wie gesagt, auch in der Vorbereitung vom Trainer jetzt von häufiger eingesetzt wurde. Augustinsson, ein sehr junger Spieler, den werden wir in Zukunft mit Sicherheit noch sehen. Ist erst 22 Jahre alt vom FC Kopenhagen, wird vielleicht auch mal seine Einsatzzeiten noch bei der Europameisterschaft bekommen. Das wären meine beiden Systeme. So würde ich die Mannschaften in die Schlacht schicken. Und wenn wir dann jetzt zur Prognose gehen, dann würde ich sagen, dass die Schweden doch leicht besser besetzt sind. Sie haben, wie gesagt, auch ein paar jüngere Spieler dabei, die sehr viel Talent haben. Wenn man jetzt so die ersten Elf miteinander vergleicht, ist das natürlich sehr ähnlich. Und ich glaube, dass einfach so ein Spieler wie Ibrahimovic dann doch eben den Unterschied ausmacht und dass die Schweden mit 1:0 gewinnen werden. Das wäre meine Prognose für das Spiel. Ich tippe immer relativ wenig Tore. Es fallen wahrscheinlich mehr Tore, als ich tippe. Aber wie gesagt, 1:0 für Schweden. Torschütze habe ich Markus Berg genommen, weil ich immer so ein bisschen, ach, ich sträube mich immer ein bisschen dagegen, dann den Spitzenspieler zu nennen, weil die da meistens gar nicht die Tore machen. Bei Wales hat Bale einen sehr schönen Freistoß geschossen zum 1:0, da hat es dann tatsächlich funktioniert. Ich glaube aber, dass es bei solchen Spielen, wo sich dann sehr auf Ibrahimovic fokussiert wird, häufig schafft das Spielräume für die Mitspieler. Und deswegen ist es dann häufig so, dass, wie gesagt, eher die Mitspieler treffen als der Topstar. Deswegen Markus Berg macht das 1:0, die Schweden gewinnen 1:0. Das wäre meine Prognose für dieses Spiel. Und in der nächsten Folge der Quickies schauen wir uns dann jetzt das Spitzenspiel der Vorrunde quasi an, Belgien gegen Italien. Ein Spiel, auf das ich mich sehr freue und wo ich jetzt schon mal sagen kann, das wird hundertprozentig 0:0 ausgehen.